Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Hier laden wir uns Gästinnen und Gäste ein, die mit uns über genau diese Freiräume sprechen bzw. auf die Suche danach gehen. Das sind Steve Kenner und Helene Pachale. Wir sind LehrerInnen und WissenschaftlerInnen an der Leibniz-Universität Hannover. Und wir sind, wie gesagt, auf der Suche nach Freiräumen im Bildungssystem, sei das in der Schule, in der Wissenschaft, in der außerschulischen Bildung. Und heute wollen wir mit Mandy Singer-Brodowski über das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung sprechen. Liebe Mandy, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja, herzlich willkommen, Mandy. Vielleicht zwei Sätze zu dir. Du kannst dir dann gerne auch noch vervollständigen. Mandy ist Wissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und hat dort eine Gastprofessur im Kontext des internationalen Verbundprojektes UNA Europa. Und zu deinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ein ganz großer Begriff, ein großes Konzept, das vor allen Dingen in den letzten Jahren Konjunktur erfahren hat. Und wir wollen mit dir heute gerne darüber sprechen, was heißt eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wir kommen, Helene hatte schon gesagt, aus Niedersachsen. Hier gibt es jetzt sogar einen Erlass, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es soll an allen Schulen Beauftragte für Bildung für nachhaltige Entwicklung installiert werden. Und dann ist es natürlich umso spannender zu klären, was heißt das eigentlich? Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wo kommt das her? Und was verbinden wir damit? Und für uns in diesem Podcast die spannende Frage, inwiefern kann dieses Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung auch Freiräume schaffen im Bildungssystem, Freiräume in der Schule und darüber hinaus. Und darüber wollen wir gerne heute mit dir sprechen. Wir sind sehr froh, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und ich würde tatsächlich direkt mal mit dieser großen Frage beginnen wollen. Was ist eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wirklich große Frage. Ja, ich würde Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen als ein Bildungskonzept, das befähigt, kritisch zu denken, kritisch über nicht nachhaltige Entwicklungen zu reflektieren. Also das sind dann Fragestellungen von Klimakrise, von Biodiversität, von sozialer Ungleichheit, von auch sozusagen Fragen globaler Gesundheit, ist ja jetzt ein großes Thema. Und darüber sozusagen kritisch nachzudenken, gleichzeitig aber auch positiv zu visionieren, wie kann denn eigentlich eine nachhaltige Zukunft im Sinne von gerecht für zukünftige Generationen, aber auch im Sinne von gerecht für jetzt heute lebende Generationen im globalen Norden und globalen Süden aussehen und dazu zu befähigen, das konkret mitzugestalten, also diese, wie es immer so schön heißt, sozial-ökologischen Transformationsprozesse konkret mitzugestalten, mich einzumischen als Individuum in lokale Aktionen in Politik, das muss nicht nur Parteipolitik sein, das kann auch zivilgesellschaftliches Engagement sein, aber auch sozusagen Online-Aktivismus, mich sozusagen zu wirklich in die Lage zu versetzen, diese positive, nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Das ist Kern von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da würde ich gerne direkt reingehen, denn du hast gerade diese ganze Bandbreite aufgemacht, die Bildung für nachhaltige Entwicklung ausmacht. Und es gibt von der UNESCO die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele, die eben genau diese Bereiche beschreiben. Mittlerweile gibt es vom BMBF einen Aktionsplan, verschiedene KMK-Papiere etc., die zeigen, das soll eben in Schule, in Bildung gebracht werden, dieses Thema auch, weil, und du hast es gerade so schön benannt, SchülerInnen und positive Visionäre werden und Visionärinnen werden sollen. Gleichwohl, und das ist eine reine Empfindung, ist eben dieses Themenfeld so breit und auch die Aktionen, die jetzt gemacht werden, so breit, dass manchmal der Eindruck aus meiner Sicht entsteht, ich kann eigentlich alles darunter fassen. Also und da wäre meine Frage, inwiefern kann man schon auch das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung begrenzen, sodass es eben nicht verwässert, ne, im positiven Sinne. Also dass wir ein Konzept haben, wo wir sagen, wir können zukunftsfähig gestalten, aber es kann auch nicht einfach alles darunter gefasst werden. Das ist eine sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage. Ich würde mal sozusagen so von deinem Anfangseindruck ausgehen, dass unter diese globalen Nachhaltigkeitsziele, diese Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen, also der UN,
sozusagen ja, diese absolute Bandbreite von Themen und sozusagen angefangen von, genau, also diesem SDG 4, gute Bildung über Gesundheit, Klima, Leben an Land, Leben im Wasser, also Biodiversitätsthemen, aber eben auch Friedens- und Konflikt oder sozusagen Konfliktvermeidung, Frieden, ganz wichtig ja aktuell. Und diese sozusagen SDGs sind ja so das Ende oder sozusagen ja schon sozusagen das Ergebnis eines langen internationalen Verhandlungsprozesses auf internationaler Ebene, wo man seit letztlich spätestens den 90er Jahren, also seit dieser Rio-Konferenz 92, versucht hat, sehr konsequent Umwelt und globale Fragen, also soziale Fragen zusammenzudenken. Und dann gab es vorher andere globale Zielstellungen. Das muss ich, glaube ich, gar nicht ins Detail eingehen, aber ich glaube, es ist sozusagen historisch schon ein wichtiger Schritt, dass man sozusagen spezifische Fragen nicht mehr gegeneinander ausspielt. Wenn ich zum Beispiel Fragen von Biosprit nehme oder so, ne, Tank oder Teller, diese Debatte irgendwann vor ein paar Jahren. Also, dass man sozusagen diese Fragen wirklich zusammendenkt. Und dann wird es natürlich sehr groß. Das ist richtig. Und dann wird auch Bildung für nachhaltige Entwicklung kann sich auf vieles beziehen, also auf viele inhaltliche sozusagen Themenstellung. Und das ist eine Debatte, ob Fragen von, weiß ich nicht, AIDS oder sozusagen globalen Gesundheitsfragen und so weiter, ob das Teil von Nachhaltigkeits- oder BNE-bezogenen Aktivitäten sein soll. Ich würde sagen, BNE ist ja aber auch nicht nur ein inhaltliches Konzept. Also BNE oder Bildung für nachhaltige Entwicklung hat schon spezifische didaktische Prinzipien der lernenden Orientierung. Da deckt sie sich mit auch der politischen Bildung, der sozusagen interdisziplinären Zugänge, des sozusagen partizipativen Befähigen, dass wirklich Menschen sozusagen als Gestalterin ihrer eigenen Bildungsprozesse sozusagen zu sehen. Und da würde ich sagen, liegen schon Grenzen. Also weil du sozusagen nach dieser Begrenzung des Bildungskonzepts sozusagen gefragt hast. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, das waren jetzt Debatten, beispielsweise um grünes Wachstum oder Postwachstumskonzepte, Degrowth und so weiter. Das sind sozusagen Debatten, die ja noch gar nicht, also welche sozusagen Wachstumsideen, welche Wohlstandsideen und so weiter können wir überhaupt realisieren innerhalb von planetaren Grenzen und das sozusagen kritisch zu verhandeln und die sozusagen auch in den Austausch miteinander zu bringen und dabei kontrovers auch zu bleiben. Ich glaube, das ist schon so Kern von BNE und nicht sozusagen von vornherein auf eine Linie zu trimmen. Und da ist natürlich auch, da sind die SDGs auch voller Widersprüche. Das ist auch Kern von BNE, sozusagen Kontroversität und Widersprüchen umgehen zu lernen. Weil Nachhaltigkeit ist auch als sozusagen normative Gerechtigkeitszielvorstellung voller Zielkonflikte. Und diese Zielkonflikte aufzugreifen und in Bildungsangeboten oder Bildungsveranstaltungen sozusagen zum Gegenstand zu machen. Ich glaube, da liegt dann schon eine sehr große Spezifik von BNE drin. Das mit dem Begriff der Normativität eigentlich schon eine Perspektive eingebracht, die für uns nochmal sehr spannend ist, bevor wir nachher in die Praxis schauen. Helena hat diese Frage von Beliebigkeit schon angesprochen, die du, finde ich, jetzt gut eingeordnet hast, dass es quasi eher Komplexität ist und diese vielen Facetten auch berücksichtigt werden müssen, weil Politik eben komplex ist und gesellschaftliche Entwicklung komplex ist. Jetzt wird der Bildung für nachhaltige Entwicklung aber ja durchaus auch vorgeworfen, manchmal dann doch zu reduzieren, nämlich auf das Individuum. Ich habe mir in der Vorbereitung mal angeschaut, was eigentlich auf diesem nationalen Aktionsplan steht, was die Bundesregierung unter Bildung für nachhaltige Entwicklung versteht. Und dann stehen da genau diese Klassiker, also die Reduzierung auf das Individuum. Wie beeinflussen meine Entscheidungen in meiner Kommune, wie konsumiere ich, wie nutze ich, so, also diese Konzentration darauf, was ich machen kann. Du hast vorhin diese Kontroverse oder die Debatte Teller oder Tanken und hier wäre es vielleicht eher so die Debatte, wenn ich was verändern will, dann muss ich mein individuelles Konsumverhalten verändern. Da würde jetzt aus so einer normativen Diskussion oder du hast es angefangen eigentlich mit deiner Einschätzung, dass BNE so etwas wie kritisches Denken ist. Damit würde ja deutlich mehr verbunden sein, als nur mein individuelles Verhalten zu verändern.
Wie schätzt du das ein, diesen Vorwurf, den es ja durchaus auch gibt, gegenüber der BNE und wie sie tatsächlich vielleicht auch in der Praxis dann umgesetzt werden kann? Große Fragen, die hier stellt und also auch total aktuelle Fragen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gibt sozusagen in der internationalen BNE-Literatur so eine Unterscheidung, die ich ganz gern nutze, weil ich sie sehr hilfreich finde, in eine eher instrumentelle BNE-1. Also das ist dann ESD, Education for Sustainable One, und eine eher emanzipatorische BNE2. Das ist dann eher sozusagen die Befähigung zum kritischen Denken. Und die internationale Diskussion dort geht eigentlich sozusagen davon aus, dass viele UNESCO-Dokumente, politische Dokumente, eher ein instrumentelles Bildungsverständnis verfolgen, weil dort Bildung als sozusagen Zielstellung für gesellschaftlichen Wandel sozusagen in Wert gesetzt wird und man damit natürlich auch bildungspolitische Ressourcen mobilisiert. Also das ist sozusagen so eine Argumentation, die von Paul Weir, Bill Scott und Stephen Sterling sozusagen häufig vorangebracht, Ian Walls häufig vorangebracht wird. Und gleichzeitig wird da natürlich ganz explizit und das schon sehr früh in den 90er Jahren argumentiert, dass es gar nicht das Ziel sein kann, sozusagen, also ein Artikel heißt aus den frühen 90er Jahren heißt wirklich, warum als Umweltwissenschaftler, sehr renommierter Umweltwissenschaftler, der fragt, warum ich nicht möchte, dass meine Kinder für Nachhaltigkeit erzogen werden. Und dann erläutert er eben genau sozusagen die Grenzen eines solchen instrumentellen Bildungsverständnisses, was nur auf individuellen Konsum, Lebensstil, Fragen und so weiter reduziert wird, weil genau die Frage, woher kommt die Expertise sozusagen für diese anscheinend richtigen Lösungen im Sinne der Nachhaltigkeit, wer hat sozusagen bestimmte Interessen daran, richtige Lösungen für den Tank oder den Teller, wenn ich an der Debatte bleibe, irgendwie zu produzieren, wie sind sozusagen, also welche Machtverhältnisse reproduziert es auch im Lehrenden- und Lernenden-Kontext? Also hängen ganz viele kritische Fragen dran und deswegen hat man dann gesagt, okay, wir brauchen eher diese emanzipatorische Bildung mit kritischem Denken. Es muss auch möglich sein, in einem Bildungsangebot zu argumentieren, dass ich gegen sozusagen Biokonsum bin und das begründet zu argumentieren. Und ich persönlich mache das mit meinen Studierenden zum Beispiel auch immer so, dass ich sage, ich möchte auch, dass das hier Bildung zum Widerstand ist, die wir hier miteinander gestalten, weil es natürlich darum geht, auch meine Position in Frage zu stellen, weil ihr darin befähigt werden sollt, euch in hochkomplexe Debatten einzuarbeiten und Zusammenhänge zu durchschauen und so weiter. Deswegen ist es auch schon immer sozusagen, diese Kontroversen aufrechtzuerhalten und Themenstellungen nicht zuzumachen. In der politischen Bildung ist es ja das Thema des Beutelbacher Konsens, also sozusagen überhaupt nicht sozusagen zu instrumentalisieren. Und ich vertrete schon sozusagen sehr stark so eine emanzipatorische Bildungsverständnis, aber, und auch das wurde, finde ich, sehr gut herausgearbeitet, das hat auch Grenzen, weil das kommt nämlich sehr leicht in sozusagen so einen Werterelativismus hinein, dass sozusagen anything goes, jede parteipolitische oder auch wie auch immer politische Diskussion, das hat man ja in der Diskussion um die AfD-Positionierung in den letzten Jahren häufig gehabt, auch in der politischen Bildung, dass man gesagt hat, wir brauchen bestimmte Normativen. Und diese Normativen sind Menschenrechte, sind Grundrechte, sind Pressefreiheit gerade. Also was sind, das ist unsere Gesellschaft und politische oder überhaupt Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ist die ohne sozusagen diese normativen Zielrichtung? Und ich finde, da ist sozusagen in den letzten Jahren ein interessanter Schlenker oder sozusagen eine interessante Wendung reingekommen mit zum Beispiel diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil über das Klimaschutzgesetz, weil ja da gesagt wird, tatsächlich verfassungsrechtlich, das ist sozusagen, es reicht nicht aus, was wir politisch tun. Und ist es da noch kontrovers zu diskutieren? Ich finde, da gewinnt diese Debatte nochmal so an Fahrt und es gibt auch immer mehr Arbeiten sozusagen, die sich Gedanken machen über eine Erziehung zur Nachhaltigkeit oder sozusagen als Grundbedingung für sozusagen ein Überleben unserer Menschheit auf diesem Planeten. Das muss man sich ja auch nochmal vorstellen. Ne? Also was ist denn, wenn wir das nicht lernen? Und wie begründet ist diese normative Ausrichtung?
für sozusagen Bildungskonzepte. Also ja, das ist irgendwie, ich habe da auch keine sozusagen abschließende Antwort, aber ich finde das eine ganz wichtige und entscheidende Debatte, weil sie natürlich für die individuellen Lehrkräfte jetzt, wenn ich es mal so auf die Praxis versuche runterzubrechen, bedeutet, habe ich das Ziel, meine sozusagen Schülerinnen und Schüler zu sozusagen bestimmten Lebensstilen zu erziehen? Darf ich das? Habe ich das vielleicht auch unbewusst? Also das sind schon sozusagen so und welche Reaktanzen produziert das möglicherweise auch? Also wenn sozusagen junge Menschen das Gefühl haben, sie werden hier nach ihrer sozusagen nachhaltigen oder nicht nachhaltigen Positionierung sozusagen bewertet, dann ja auch, das sind ja Machtkontexte, in denen Pädagogik auch immer unterwegs ist. Das ist total spannend, weil was du aufgemacht hast, ne, einerseits den Widerspruch, diese emanzipatorische Entwicklung und gleichermaßen die Normativität, die vorhanden ist. Das ist ja etwas, was sich immer wieder wiederholt. Also wenn wir Jugendliche haben, die rebellieren erstmal und irgendwann aber passen sie sich in die Gesellschaft, wie auch immer sie dann ist, in gewisser Weise ein oder eben gestalten sie in dieser Art und Weise mit. Deshalb ganz natürlicher Prozess. An bestimmten Stellen brauchen wir aber auch die Normen, das hast du gerade genannt. Und du sprachst darüber einerseits bei den Schülerinnen und Schülern und andererseits aber ja auch erstmal, und das hat Steve mit diesem Demokratieerlass, den wir hier in Niedersachsen haben, schon aufgemacht, ja auch erstmal auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer. Also wir müssen ja erstmal Personen auch dazu befähigen, das zu vermitteln. Und da kommen natürlich, und deshalb hatte ich diesen Vergleich mit Jugendlichen aufgemacht, jetzt erwachsene Personen, die im Beruf stehen, in die Situation, dass sie nochmal ihr eigenes Handeln kritisch hinterfragen müssen und auch, wie sie das lehren. Und das finde ich bei dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ganz besonders interessant und auch eine tatsächliche Herausforderung. Denn man hat sich in irgendwie eingelebt, aber natürlich verändert man sich immer wieder. Und nichtsdestotrotz wird jetzt das Handeln hinterfragt. Welche Herausforderungen siehst du da? Ach, schon wieder so eine große Frage. Also du hast total recht, Helene. Ne? Was wir sozusagen sehen, auch aus empirischen Studien, die wir gemacht haben am Institut Futur der Freien Universität Berlin, ist, dass sozusagen die Aus- und Weiterbildung von Multiplikatorinnen, nicht nur in der Schule, sondern auch in der frühen Bildung, auch in der beruflichen Bildung, auch in der Hochschulbildung, eigentlich die Achillesferse der Verankerung von BNE ist. Weil wir sehen sozusagen einen zunehmenden Trend und dieser Erlass in Niedersachsen ist dafür ein wunderbares Beispiel, einen zunehmenden Trend der Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Lehrplänen, in Bildungsplänen für die frühe Bildung, in jetzt ganz aktuelle Ausbildungsordnungen für sozusagen, also da gibt es so eine Standardberufsbildposition jetzt für die berufliche Bildung. Das heißt, da gibt es überall sozusagen eine formale Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung auf Ebene von Dokumenten. Reicht immer noch nicht, würde ich sagen, aber da ist viel auf dem Weg, was wir aber überhaupt nicht sozusagen, also wo wir ganz wenig Dynamik sehen, beziehungsweise was einfach eine noch viel komplexere Angelegenheit ist, ist genau diese Aus- und Weiterbildung von Multiplikatorinnen. Und ja, da ist viel zu tun, viel an Fortbildungsbedarf da, weil, und das hast du auch gesagt, das sind ja nicht nur diese Fragen von Normativität und sozusagen Kontroversität, wo ich sagen würde, das sollte eigentlich ein Schwerpunkt einer jeden guten BNE-Weiterbildung sein, sondern auch Fragen von Emotionen zum Beispiel. Also die Shell-Jugendstudie, andere Jugendstudien zeigen, Kinder und Jugendliche haben Angst vor Umweltkatastrophen, die kommen und da werde ich häufig missverstanden, weil häufig sozusagen die alte Umweltpädagogik oder alte Umwelterziehung noch, die hat sozusagen diese 5 vor 12 Katastrophenpädagogik produziert, wo man wirklich gesagt, wir müssen so ein schlechtes Gewissen machen, wir müssen wirklich über diese negativen Emotionen sozusagen Bildungsangebote gestalten oder damit die in diesen Bildungsangeboten wecken. Ich würde sagen, also darüber sind wir hinaus, aber die jungen Menschen kommen mit diesen negativen Emotionen, die kommen mit Klimaangst, Klimaohnmacht. Wenn wir ganz ehrlich sind, geht uns das genauso. Also nicht nur den jungen Menschen. Und damit sozusagen pädagogisch umzugehen, das finde ich sozusagen eine weitere Herausforderung, die eigentlich in jedem Bildungs
Weiterbildungsangebot für sozusagen jede Form von Multiplikatorinnen mit integriert sein müsste, wo ich aber noch ein Riesen, also da ist noch viel Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat. Auf jeden Fall. Wir sprechen auch noch weiter drüber, weil das, genau, es gibt ja in Niedersachsen zwei Erlasse, den Demokratiebildungserlass und den tatsächlich auch BNE-Erlass, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und beide sind natürlich auch total spannend für die Frage, wie Lehrkräfte damit umgehen, aber auch welche Räume, Freiräume jetzt in der Schule geschaffen werden. In Niedersachsen aber auch darüber hinaus, das gibt es ja auch als Querschnittsaufgabe in anderen Bundesländern. Du hast schon gesagt, Mandy, wir diskutieren jetzt gerade die ganz großen Fragen, aber weil wir natürlich die Chance nutzen wollen, wenn wir dich als ausgewiesene Expertin hier haben, das mit dir zu diskutieren. Du hast den Beutelsbacher Konsens schon angesprochen, weil ich glaube tatsächlich, wenn wir Bildung für nachhaltige Entwicklung, und ich gestehe jetzt einfach mal, ich bin ein großer Fan davon, ich glaube, wir brauchen das dringend, und zwar mit beiden Perspektiven, die du stark gemacht hast, also der normativen und der kritisch-emanzipatorischen. Wenn wir das etablieren wollen an Schulen, dann müssen wir wirklich mit allen Beteiligten in Schule viel intensiver darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich? Und wie kommen wir mit, ja, vielleicht mit diesem Spannungsverhältnis zwischen, es wird durchaus von oben bestimmt, nämlich es wird in die Lehrpläne geschrieben, es ist ja auch ein Beschluss der Vereinten Nationen, dass wir Bildung für nachhaltige Entwicklung stärken wollen und wie wir sie verstehen, aber auch als ein Bottom-up-Prozess, der quasi von den Beteiligten in den Schulen dann auch selber mitbestimmt wird. Und deswegen, glaube ich, müssen wir schon noch mal intensiver darüber sprechen, wie wir das in Schule hinkriegen, weil das, was ich jetzt ganz oft höre, so aus Schulen ist, wir dürfen jetzt nicht Gefahr laufen, dass wir dann am Ende doch indoktrinieren oder dass wir genau schon wissen, wo es hingehen soll. Und deswegen finde ich eigentlich spannend, du hast den Beutelsbacher Konsens angesprochen. In einer der vorigen Folgen haben wir etwas genauer beschrieben, was das ist. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr so doll drauf ein. Aber es gibt ja in der politischen Bildung noch ein anderes Papier, was für viel Aufsehen gesorgt hat. Der Beutelsbacher Konsens kommt aus den 70ern. Und die Frankfurter Erklärung für eine kritisch-emanzipatorische politische Bildung aus dem Jahr 2015. Und die geht ja tatsächlich einen Schritt weiter, würde ich mal sagen, oder hat tatsächlich eher so eine normativere Perspektive, weil sie sagt, wir müssen uns eigentlich mit den multiplen Krisen, mit denen wir im Moment in der Welt konfrontiert werden, die müssen wir zum Thema machen. Und wir müssen keine Lösung parat haben, aber die Analyse dieser Krisen muss ein wesentlicher Teil sozusagen von Bildungsprozessen sein. Und dabei auch sich selber zu hinterfragen, Machtpositionen zu hinterfragen, das hast du ja gerade auch alles schon gesagt. Und ich frage mich trotzdem immer noch, wie kriegen wir das gut argumentiert, dass beides richtig ist? Also ein klares normatives Verständnis davon, dass wir Gesellschaft verändern müssen. Also Transformation der Welt wird das ja genannt durch die Vereinten Nationen oder auch in Gutachten für die Bundesregierung als die große Transformation beschrieben, ohne die Lösung parat zu haben. Jetzt hast du wahrscheinlich auch noch kein Patentrezept, wie wir das hinkriegen und wie wir Schule so verändern können, dass wir dafür die Räume schaffen. Aber hast du Anregungen vielleicht für uns, Ideen? Ich finde sozusagen die Arbeiten von einer Kollegin aus den Niederlanden, Belgien ist sie, glaube ich, ganz interessant, Katrin von Pöck, die meint, es geht eigentlich darum sozusagen, also zu dieser Debatte eigentlich darum sozusagen die Dinge auf den Tisch zu packen. Also sie nicht zu lösen, sondern die Probleme, die wir haben, sozusagen auf den Tisch zu packen und gemeinsam mit den jungen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, können ja auch ältere Menschen sein, sozusagen über mögliche Lösungen nachzudenken. Dabei aber nicht in dieser typischen Situation zu sein, ich habe schon das Patentrezept, ich habe schon die Lösung, sondern sozusagen dann in den Dialog zu gehen, weil häufig haben die jungen Menschen ja viel, viel andere, viel bessere sozusagen Perspektiven, gerade im Hinblick auf so junge, dynamische, ne, wenn man sich auch diese Fridays for Future Bewegung und so weiter anguckt. Das ist ja unglaublich, was sie da sozusagen für ein Kreativitätspotenzial auch entfalten im Hinblick auf ihre eigenen sozusagen Organisierungsformen. Und insofern glaube ich schon, dass es sozusagen wichtig ist, so einem, das ist, also sie begründet das auch mit so einem demokratischen Ideal von John Dewey, zu sagen, es geht so um wirklich sozusagen neue Regeln zu erfinden, neue sozusagen Formen des Miteinanders zu erfinden und sozusagen damit von dieser starren Hierarchie wegzukommen. Was aber dann am Ende nicht heißt, dass ich natürlich nicht auch immer einen Wissensvorsprung habe in bestimmten Fragen. Als Pädagogin in einem bestimmten formalen Setting. Das wäre ja so ein Gedanke, der mir dazu in den Sinn kommt. Also sozusagen wirklich ehrlich nach den Ideen und den Perspektiven der jungen Menschen zu fragen, auch nach den
Gefühlen der jungen Menschen zu fragen, aber eben auch sozusagen so ein transparentes, auch ich habe nicht die Lösung. Also auch für mich sind diese Fragen komplex und ich habe sozusagen vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt, mir eine Orientierung darin zu entwickeln. Aber perfekt ist dieser Weg, den ich nicht gehe. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sozusagen die eigenen Ambivalenzen auch zum Ausdruck zu bringen und transparent zu machen, gerade wenn es um dann diese individuellen Fragen geht. Ich komme nochmal auf dieses Beispiel Lebensstil, Lebensstil und ökologisch, sozial gerechter, fairer Lebensstil und so weiter. Da kann ich ja durchaus auch als sozusagen Lehrkraft, also gerade mit älteren Schülerinnen und Schülern, kann ich ja durchaus auch sagen, ich bewege mich da auch in Ambivalenzen und bin da auch unsicher, was da in diesen ganzen Labels das Richtige ist. Und lass uns das doch mal zu einem kleinen Forschungsprojekt machen oder lass uns doch mal gucken, was jetzt sozusagen das Tetrapack oder die, also um jetzt bei diesen kleineren Konsumfragen zu bleiben. Und dann komme ich aber auch an Punkte, wo sehr schnell strukturelle und politische Fragen virulent werden, nämlich von EU-Verpackungsordnung oder weiß ich nicht. Da kann man sozusagen, glaube ich, auch schöne Brücken bauen zwischen sozusagen so einer einem ehrlich machen, dass sozusagen der eigene, also so die eigenen Ambivalenzen auch im Hinblick auf ein nachhaltiges Verhalten irgendwie da sind und dass die natürlich eingebettet sind in strukturelle Fragen. Und deswegen auch es auch politische Lösungen braucht, für die ich auch sozusagen gehen muss oder gehen will. Da sind wir letztendlich schon mittendrin in den Freiräumen, die wir ja hier in diesem Podcast suchen. Und da würde ich an der Stelle gerne stark machen, eine Ambiguitätstoleranz sich selbst gegenüber, ne? Ja. Die den Schülerinnen und Schülern eben auch deutlich machen. Und nicht nur in Schule, das wollen wir hier auch immer wieder ganz deutlich machen, sondern das gilt für alle Bildungs- und Gesellschaftskontexte. Also für mich, und so verstehe ich Bildung für nachhaltige Entwicklung auch, dass ich dazu befähigt bin, in den Diskurs zu treten. Und zwar in allen Kontexten, in denen ich mich bewege. Und damit werde ich natürlich dauerhaft eben mit diesem Widerspruch, mit der Kontroversität konfrontiert und muss mich dem auch immer wieder aussetzen, muss mich dem in meinem eigenen Handeln gegenüber immer wieder aussetzen. Und das den Personen auch deutlich zu machen, dass man da nicht immer ganz klar ist in der Linie oder an manchen Stellen eine ganz klare Linie gefunden hat, an anderen nicht. Das ist für mich diese Zukunftsfähigkeit und eben die, ja, eine zukunftsfähige Teilhabe an der Gesellschaft auch. Ich würde gerne noch, weil ich mir auch angeschaut habe, was du gemacht hast in deinem bisherigen beruflichen Laufbahn, gerne auf den zweiten Freiraum eingehen, nämlich wo man selber ganz aktiv werden kann. Und du hast als Studentin selber ein Netzwerk gegründet. Kannst du uns dazu was berichten und wie das eventuell auch für dich dazu geführt hat, zum Beispiel so einen Freiraum zu finden oder auch nicht? Ja, es ist schön, dass ihr das nochmal rausgekramt habt. Ich habe als Studentin ganz, ganz früh sozusagen mich gemeinsam mit Kommilitoninnen auch für diese Nachhaltigkeitsfragen an der eigenen Universität eingesetzt. Dann haben wir erst eine Hochschulgruppe gegründet, dann Recyclingpapier an der Hochschule eingeführt und verschiedene Kampagnen entwickelt. Und dann aber sehr schnell festgestellt, dass das sozusagen eigentlich nicht ausreicht, beziehungsweise dass wir so spezifische Probleme an der Hochschule haben, die in anderen Hochschulinitiativen für Nachhaltigkeit ganz ähnlich gelagert sind, weil wir nämlich nicht die typischen parteipolitischen Hochschulgruppen oder die typischen UNICEF oder kirchlichen Hochschulgruppen waren. Deswegen haben wir uns dann zusammengetan und das Netzwerk N gegründet und dahingehend, glaube ich, bundesweit, also das ist jetzt immer noch und es ist ganz toll und aktiv und ich bin da schon lange nicht mehr dabei, nur noch so beratend an der Seite. Aber die machen ganz wunderbare Sachen auch für Studierendeninitiativen, Beratung und Coachings für sozusagen die Transformation der eigenen Hochschule, sehr strategisch ausgerichtet mit sehr coolen Formaten, würde ich sagen. Für mich war das tatsächlich, und jetzt komme ich zu deiner Frage, der größte Freiraum. Also ich habe in meinem ehrenamtlichen Engagement
würde ich sagen, fast mehr gelernt als in meinem Studium, weil ich sozusagen auch immer wieder versucht habe, so beides zu verknüpfen und Dinge zu reflektieren, die ich sozusagen im Ehrenamt erlebt habe, dann mit dem Studium Konzepte zu nehmen, die sozusagen ins Ehrenamt zu übertragen. Also da sind ganz viel Wechselwirkung gewesen und für mich war das eine unglaublich große Spielwiese an Ausprobieren. Wie entwickle ich so eine Initiative? Was sind so Ansätze von Organisationsentwicklung, die ich da nutzen kann? Was sind Perspektiven von Mitarbeiterinnen im zivilgesellschaftlichen Bereich? Hast du ja ganz viel sozusagen, kannst eigentlich Motivation immer nur intrinsisch befördern. Das hat sozusagen ganz viel geprägt von dem, wie ich auch heute irgendwie noch arbeite und auch weiterhin sozusagen mich jetzt mittlerweile fachgesellschaftsmäßig für die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft engagiere. Aber es hat so, war ein ganz wichtiger und großer Freiraum für mich, den ich da eine lange Zeit mit vielen tollen Menschen bespielen durfte. Ich würde die Chance nutzen, über dieses Projekt, das du selber auch initiiert hast und an der Hochschule, den Weg doch nochmal zurück zur Schule zu finden, auch wenn, Helene, wenn du natürlich vollkommen recht hast, dass diese Fragen nicht nur für die formale politische Bildung relevant sind, aber sie sind natürlich da besonders oder werden da besonders kontrovers diskutiert, weil sie eben die Schule von mehr Zwängen geprägt ist als andere Räume. Wobei die Hochschule ja ähnlich spannend ist, also das fehlende allgemeinpolitische Mandat, das gilt ja auch für die Vertretung an Hochschulen, also für Asten, sehr kontrovers diskutiert in den letzten Jahren. Aber solche Gruppen wie die du an der Uni gegründet hast, so etwas könnte man ja durchaus auch an der Schule tun. Also wenn wir nochmal zurückkommen und uns fragen, wie können wir denn Freiräume an der Schule gestalten, dann kann das natürlich über Unterricht und fächerverbindende Unterrichtsideen oder Konzepte sein. Aber vielleicht ja auch noch dadurch, dass wir die Schule tatsächlich zu einem politischeren Raum werden lassen, also zu einem Sozialisationsraum. Das, was du gerade als Lern- und Bildungserfahrung beschrieben hast, das konnte ich in meiner Dissertation auch über verschiedene politische Jugendgruppen ganz gut nachzeichnen, rekonstruieren, die so in den letzten Jahren aktiv waren, unter anderem auch Fridays for Future, aber auch andere Gruppen, die genau diese Bildungserfahrungen, Selbstbildungserfahrungen gemacht haben im politischen Engagement. Und deswegen fände ich es ganz spannend, mit dir auch nochmal darüber zu sprechen, wie können wir eigentlich Schule, oder vielleicht hältst du das auch gar nicht für eine gute Idee, aber wie können wir Schule möglicherweise auch zu einem politischeren Raum machen, in dem wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, diesen Raum sozusagen sich selber anzueignen, nicht vorgegeben zu bekommen, wie die Schule gestaltet ist, sondern durch Arbeitsgemeinschaften, Gruppen in der Schule selber auch politisch aktiv zu werden für eine nachhaltige Transformation der Gesellschaft. Ist die Schule dafür der Raum oder findest du eher nicht? Unbedingt. Also unbedingt soll sie so ein Raum werden. Genau. Und ich fand, du hast das total schön ausgedrückt. Also mit sozusagen dieser eigenen Aneignung des Raums Schule oder sozusagen der Selbstbildung, die da stattfinden kann, über AGs, die, ich weiß nicht, ich greife jetzt so Beispiel aus der Schule meiner Tochter auf, AGs, die Lastenräder bauen und damit dann irgendwie in sozusagen ländliche Räume gehen und dort sozusagen mit Menschen in Dialoge kommen über sozusagen Fragen von Demokratie, Entwicklung und Nachhaltigkeit bis hin zu Fridays for Future sozusagen Gruppen, aber auch Fragen, ich will das gar nicht immer sozusagen nur auf diese im engeren Sinne Umweltfrage sozusagen reduzieren, weil es natürlich auch Fragen von Diversität sind. Wie sprechen wir miteinander in der Schule? Wie explodieren oder inkludieren wir Menschen, die sozusagen nicht aus Deutschland kommen? Wie sind wir sozusagen miteinander im Gespräch? Was ist die Kultur, die wir an der Schule gemeinsam praktizieren? Und ich finde, da hat die BNE schon ganz wertvolle Ideen anzubieten, nämlich mit diesem Whole Institution oder Whole School Approach, der sagt genauso, es geht darum, auch informelle Lernräume sozusagen nutzbar zu machen und eine ganzheitliche Transformation der Bildungsorganisation auch anzustreben, indem ich nicht nur die Photovoltaikanlage aufs Dach setze oder das nachhaltige Schülercafé, das auch selbstgestaltet sein kann, etabliere, sondern indem ich auch eine spezifische Kultur des Dialogs, des Respekts, der Wertschätzung etabliere, indem eine Organisationsentwicklung im Sinne von Nachhaltigkeit auch stattfinden kann. Also da wirklich einen umfassenden Prozess der Partizipation und des Anerkennens von
informellen Lernprozessen, die ja sozusagen jenseits, das ist das heimliche Curriculum, was dann sozusagen ja auch irgendwie wirkt in Bildungsorganisationen und was, so wie ich das häufig auch gehört, erfahren habe, ganz häufig auch im negativen Sinne wirkt, auf Wettbewerb, auf sozusagen ja, sehr starke Konkurrenz beispielsweise zwischen jungen Menschen und da sozusagen anzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir das eigentlich gemeinsam schaffen, dass wir da miteinander stärker im Dialog sind. Das ist ein unglaublicher Freiraum und es braucht Mut. Ich glaube, es braucht vor allem den Freiraum im Kopf der Beteiligten, um dahingehend Schritte zu ermöglichen, aber natürlich auch irgendwie strukturelle Unterstützung. Wahrscheinlich ist aber auch wichtig, dass wir nochmal stärker uns auch bewusst machen, das, was du gerade beschrieben hast über deine Erfahrungen, als du diese Gruppe gegründet hast, dass dort Lernerfahrungen stattfinden, Bildungserfahrungen, auch wenn sie nicht von Erwachsenen gesteuert werden. Ja. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich so die wichtigste Erkenntnis, die wir für Schule dringend bräuchten. Du hast es vorhin schon beschrieben, also so eine Abkehr von einer adultistischen Perspektive, was wir Erwachsenen nicht vorgedacht haben, kann auch nicht funktionieren, sondern tatsächlich zu sagen, die Schule muss auch ein Raum sein, der das ermöglicht, dass Kinder und Jugendliche sich selbst bilden, aus Erfahrung heraus. Du hast auch Dewey schon rekurriert. Und dann vielleicht die Expertise der Erwachsenen auch nutzbar machen, indem wir sagen, wir können das dann zum Beispiel wieder politisch wenden. Also wenn ihr so ein soziales Engagementprojekt habt, Bäume pflanzen und so weiter, können wir uns dann auch nochmal mit unserer Expertise gemeinsam mit euch diesen Bildungserfahrungen widmen und politische Dimensionen herausarbeiten. Aber quasi eigentlich beide so als Gleichberechtigte, also mit beiden meine ich jung und alt oder jung und erfahrener, quasi zusammenzudenken, zusammenzulernen. Aber man könnte jetzt auch provokativ sagen, dafür müsste noch viel zu viel passieren an Schule. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden ging, aber ich fühlte mich in so vielem bestätigt während der Corona-Monate und Jahre, als es darum ging, dass quasi das Wichtigste sichergestellt werden soll an Schule. Dann ging es um die Hauptfächer, dann ging es um die prüfungsrelevanten Aufgaben, dann ging es um die Schulabschlüsse, Abitur. Also es wurde eigentlich nicht die Frage nach dem demokratischen Auftrag der Schule gestellt, sondern nach Selektions- und Allokationsfunktionen. Das war offenbar das, was im Fokus stand. Und solange sich das nicht ändert und wir nicht erkennen, welchen Wert auch Lern- und Bildungserfahrungen haben, die nicht von Erwachsenen gesteuert sind und die nicht so leicht messbar sind und für die es nicht so leicht eine Note geben kann. Ich will jetzt gar nicht, wir sind auch noch nicht ganz am Ende, es soll nicht so frustrierend enden, aber meine Sorge wäre, WNE wird nicht erfolgreich sein, wenn wir daran nichts ändern. Also wenn nicht an diesem Grundverständnis von Schule als Bildungseinrichtung sich was verändert. Ich versuche das mal aufzufangen, dahingehend, dass es gar nicht, also dass es einerseits natürlich um all das geht, was du gerade beschrieben hast, aber die Freiräume müssen auch nicht immer von Lehrkräften, sonstigen pädagogischen Personal losgelöst entstehen, nur durch die SchülerInnen. Also Manny hat ja gesagt, ne, es braucht diese intrinsische Motivation. Und natürlich gibt es Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer familiären Sozialisation dazu motiviert werden, diese intrinsische Motivation wiederum zu entwickeln. Wir haben aber auch Schülerinnen und Schüler, bei denen ist das nicht. Und bei denen muss es oder bei denen ist es umso wichtiger, dass es eigentlich Menschen in der Schule gibt, die genau die von dir benannten Räume eröffnen und sich da auch dafür einsetzen, dass gerade nach so einer Zeit wie dieser jetzt, also der Pandemie, das nochmal umso wichtiger ist, dass dieser Entwicklungsraum, dieser Freiraum entsteht. Und daher wäre aus meiner Sicht auch der Auftrag mit den ganzen Aktionsplänen und so, die es gibt, dass es nicht nur darum geht, das in das eigene Fach zu bringen, in den eigenen Unterricht, sondern zu sagen, wo ist denn Schule dieser demokratische Raum und wo ist Schule, wo bin ich als Lehrkraft eben mehr als der Lehrer, die Lehrerin, die gerade eine Lerngruppe unterrichtet, sondern ich habe dann eben auch noch einen Auftrag, weil es eben Kinder und Jugendliche gibt, die von zu Hause her nicht intrinsisch oder keine Unterstützung zur intrinsischen Motivation erhalten, um diesen Freiraum zu entdecken. Total wichtiger Punkt, den du ansprichst, Helene, weil also es gibt sozusagen Studien so aus dem Hochschulbereich, aber aus dem Schulbereich kenne ich tatsächlich keine, aber aus dem Hochschulbereich, die zeigen, dass so eher offene Lernformate wie Problem-Based Learning
sozusagen von Menschen besonders gut angenommen werden, die sich selbst eben gelernt haben, selbst zu strukturieren, also wichtiges, also viel soziales, kulturelles Kapital mitbringen und so weiter. Und dass diejenigen mit schlechteren Startbedingungen eigentlich häufig von so einer Offenheit überfordert sind und dann sozusagen mit diesen offenen Formaten auch sozusagen stärker in gewisser Weise in der Leistungsverteilung sozusagen stärker abfallen. Insofern finde ich diese Differenzierungsfrage, die du gerade aufgemacht hast, am Ende eine Form von eine Frage von Binnendifferenzierung, wie spreche ich die jungen Menschen an, finde ich richtig, richtig wichtig. Und ich habe noch, und ich glaube, da brauchst du halt auch beides, ne? Also da gibt es nicht sozusagen nur den Raum für die sozusagen Engagement-Elite, die sich sowieso schon die ganze Zeit in 1000 verschiedenen lokalen Ortsgruppen von Fridays for Future und Extinction Rebellion und so weiter einbringt, sondern dann braucht es eben auch den Raum, der sozusagen einen Entwicklungsraum und eine Möglichkeit zum Kennenlernen und Ausprobieren von ganz niedrigschwelligen Angeboten der Auseinandersetzung mit diesen Nachhaltigkeitsthemen schafft. Ich würde noch einen Punkt im Kontext von Freiräumen ansprechen, den wir, glaube ich, wirklich auf dem Schirm behalten sollten. Wir haben sozusagen ja im Zuge dieser Entwicklung von Ganztagsschule und so weiter, so eine das wird in der Forschung so als Institutionalisierung der Kindheit und Jugend bezeichnet. Das heißt, sozusagen immer mehr junge Menschen verbringen immer mehr Zeit in Bildungseinrichtungen oder in den Freizeiteinrichtungen, die strukturiert sind. Und auch das, glaube ich, ist sozusagen so ein Grund, warum dieses Thema der Freiräume in den letzten Jahren so eine unglaubliche Relevanz hat, weil sozusagen diese Freiräume tatsächlich in einem super durchstrukturierten sozusagen Alltag, der am Ende ja auch sozusagen schon in der ganz frühen Kindheit anfängt, also weil das einfach sozusagen fehlt, der Freiraum dafür fehlt. Und ich glaube, da sozusagen Engagement und diese Interessen der jungen Menschen zu nutzen, um sich das auch ein bisschen zu erkämpfen, wieder zurückzuerkämpfen, die selbstgestalteten, die nicht pädagogisch vorstrukturierten Räume. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der hat ganz viel mit Zeit zu tun, also mit so Zeitregimen von sozusagen jungen Menschen. Und große Frage, wie wir dahin kommen, sozusagen jungen Menschen wieder mehr selbstgestaltete Zeit sozusagen zu ermöglichen, die sie dann auch eben im besten Fall nicht nur am Handy oder in sozialen Medien verbringen. Ja, ich würde vielleicht sagen, dass das auch gar nicht mal zwingend ein Widerspruch wäre. Also diese Freiräume, die können wir ja auch gestalten und unterschiedliche Angebote auch schaffen für unterschiedliche Lerngruppen. So. Also das, was ihr beide gerade total richtig irgendwie eingeführt habt, dass wir berücksichtigen müssen, dass diejenigen, mit denen wir in Bildungskontexten irgendwie zusammenarbeiten, mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommen oder da sind und mit uns gemeinsam irgendwie Bildungsprozesse gestalten können. Es gibt ja Sabine Aschur, die auch bei dir an der FU ist, die hat ja eine ganz spannende Untersuchung auch gerade zu politischer Bildung veröffentlicht, die sie mit dem Titel überschrieben hat, wer hat, dem wird gegeben. Also diejenigen, die ohnehin schon privilegierter sind, kriegen auch die bessere, qualitativ hochwertige und zeitlich, also von der Quantität her, mehr zur Verfügung stehenden Zeit für politische Bildungsprozesse oder für politische Bildung insgesamt. Das würde ja noch einmal mehr auch diese Aufgabe hervorheben. Und gleichzeitig ist das, was ihr beide gerade gesagt habt, ja nochmal so ein Plädoyer dafür, ihr habt doch eine wichtige Rolle, ihr Bildnerinnen und Bildner in der Schule und darüber hinaus. Ihr könnt nämlich genau das tun, was Jugendliche möglicherweise eben alleine dann doch zu Überwältigungserfahrungen führen kann, zu Frustrationserfahrungen, das auch aufgreifen und dieses Handwerkszeug mitgeben. Also das Wissen möglicherweise, aber auch so Kompetenzen, Fähigkeiten wie analytische Fähigkeiten, Analysekompetenzen, Urteilskompetenzen. Oder was ja zum Beispiel auch total wichtig ist, so das Hinterfragen von Quellen oder das Richtige, die richtigen Fragen an Quellen stellen. Das sind ja schon Dinge, bei denen die Fähigkeiten, die wir Lehrkräfte oder wir Bildnerinnen und Bildner mitbringen, ja doch etwas ist, wovon auch Kinder und Jugendliche profitieren können. So. Ja, völlige Zustimmung, gar keine Ergänzung. Und ich würde gerne, weil ich eben auch an der Stelle keine Ergänzung habe, aber einen Punkt gerne nochmal aufnehmen würde, nämlich du hast gesagt, Mandy, oft wird gesagt, dass dafür keine Zeit da ist. Und das
kommt gerade in Schule ständig. Ne? Für dieses keine Zeit, für jenes ist keine Zeit. Gerade jetzt auch im Verlauf der Pandemie und danach wird man sagen, für alles Mögliche war keine Zeit. Aber wenn wir uns die Reden der MitgestalterInnen von Fridays for Future zum Beispiel anschauen oder anhören auch, dann sagen die, ja, aber es ist keine Zeit mehr, weil ansonsten verändert sich dieser Planet, ne? Und das ist unsere Zukunft. Und ich würde auch dazu appellieren, zu sagen, die Zeit, die müssen wir uns nehmen, ne? Also für die Gestaltung eben von Schule, für die Gestaltung von Bildungsangeboten. Das auch nicht immer nur an die außerschulische Bildung zum Beispiel abzugeben und zu sagen, da ist ja mehr Zeit, die sind ja freier, sondern zu schauen, an welchen Stellen kann ich, und da muss ich gar nicht immer den großen Wurf gleich machen, ne? Schauen, wie kann ich dieses weite Feld, was du am Anfang skizziert hast, der Bildung für nachhaltige Entwicklung, einbeziehen in meinen Unterricht, in AGs, in sonstige Angebote, die ich in Schule gestalte. Es gibt Projektwochen, es gibt Weihnachtsfeiern, was auch immer. Wir haben verschiedenste Momente in Schule, in Bildung, in Hochschule ganz genauso, ne? Wo wir die Schülerinnen und Schüler dazu empowern können, diese Bildung für nachhaltige Entwicklung und deren Kompetenzen zu entwickeln. Aber diese Zeit müssen wir uns nehmen. Ja, bin ich total bei dir. Und ich glaube auch tatsächlich, ganz viele Lehrkräfte tatsächlich auch erlebt, die einfach aus dieser inneren Überzeugung, dass wir insgesamt keine Zeit mehr haben, sozusagen angefangen haben, ihre Prioritäten anders zu setzen. Und da haben auch tatsächlich die jungen Menschen von Fridays for Future in den Schulen und in den sozusagen Köpfen der Lehrkräfte, glaube ich, super viel bewegt, weil die einfach deutlich gemacht haben, wir können so nicht weitermachen. Das ist, vor 2 Tagen wurde der neueste IPCC-Report veröffentlicht. Das ist alarmierend. Wir reden nicht über ein bisschen Natur- und Umweltschutz. Wir reden über ein Überleben unserer Spezies auf diesem Planeten und übrigens auch aller anderen Spezies oder der meisten. Insofern, und ein Leben in Würde. Und ich glaube, das muss man sich sozusagen immer wieder vor Augen führen, in sozusagen den eigenen Prioritätensetzungen. Und ich will da auch gar nicht so alarmistisch daherkommen. Aber am Ende ist es, und da finde ich sozusagen, ist die frühe Bildung gerade total, also die Kitas und sozusagen frühkindlichen und auch die Kinder- und Jugendhilfe fangen da an, aktiv zu werden. Am Ende ist es eine Frage auch von Kinderrechten. Also müssen wir nicht sozusagen den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, dieselben Lebensgrundlagen zu haben, dasselbe Leben in Würde in halbwegs stabilen demokratischen Gesellschaften. Und was können wir dazu beitragen? Und sollten die Kinderrechte nicht sozusagen am Anfang der Überlegung über sozusagen Verteilung von Stundenkontingenten und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen stehen. Und da ist dann sehr viel Wahrheit auch in dieser Frage. Dein Abitur oder dein Bachelor wartet nicht, bis die Klimakrise vorbei ist. Und, ne? Ein schönes Schlusswort, Mandy, für das, was wir heute besprochen haben. Ich glaube, man kann ganz gut zusammenfassend sagen, dass BNE vor allen Dingen bedeutet, eine Sensibilität zu entwickeln für die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind und sie zum Thema zu machen und nicht Dienst nach Vorschrift oder quasi den gleichen Stiefel, den man schon immer gemacht hat, sondern wir müssen jetzt diese Krisen zum Thema machen und wir müssen aber nicht die Lösung parat haben. Das nimmt ja vielleicht auch ein bisschen was von den Schultern derjenigen, ja, die jetzt gerne sich auch engagieren wollen. Wir erleben das auch immer wieder, dass sich Leute bei uns melden in der Uni, in der Lehrkräftebildung oder auch ich bin in der DVPB beispielsweise engagiert. Und viele, die so die Sorge haben, da was falsch zu machen, wichtig ist tatsächlich, wer das will und wer sozusagen Räume dafür schafft, Freiräume schafft, der geht schon mal den richtigen Weg und muss noch gar nicht die Lösung parat haben, sondern das nehme ich auch mit aus dem Gespräch mit dir, die Schülerinnen und Schüler, die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen, auch mit ihren Ideen und Visionen und quasi erkennen, dass es notwendig ist, das jetzt zum Thema zu machen. Das kann man im Unterricht machen. Helene hat das gerade super gesagt, das kann auch einfach im eigenen Unterricht passieren, aber eben auch in Projekten, in der außerschulischen Bildung, in Arbeitsgemeinschaften. Also eigentlich ein Aufruf, ja, nutzt die Chance, dass BNE gerade so ein zentrales Thema ist und schafft Räume, Freiräume für eine, ich würde vielleicht sagen, politische Bildung für nachhaltige Entwicklung, die diese politischen Themen immer mitdenkt. Mhm. Ja, ist auch ein schönes Schlusswort.
Ich habe auf jeden Fall super Respekt vor allen Menschen, die da draußen tagtäglich auch in der Praxis sozusagen mit den ganz großen Fragen kämpfen und sie runterbrechen. Und insofern kann ich nur sagen, ja, das, was du gerade gesagt hast, anzufangen, den Mut zu haben, diese Fragen zum Gegenstand zu machen, ist auf jeden Fall schon mal super, super wichtig und super zentral. Und ich glaube, das sind wir unseren Kindern und Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch auf eine gewisse Art und Weise schuldig, dass wir da nichts unversucht lassen. Vielen Dank, liebe Mandy, dass du heute bei uns zu Gast warst. Es war wirklich eine Freude, mit dir über das Thema zu sprechen. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.